So. Wüstige Grüße in diesen. Ja. Vor den Toren Las Vegas, sag ich mal. Obwohl das. Tagsüber sieht es halt nicht ganz so beeindruckend aus. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive das sieht. Also, man hat sich, man gewöhnt sich recht schnell dran. Von dem, was auch immer diese Reiher da eigentlich da oben drauf wollen. Kann ich die von hier aus töten? Kann ich! Nie im Leben kriege ich die gelootet. Na gut, ich wollte eigentlich die Quests hier machen. Da komme ich da irgendwie hoch. Das Gebäude, ich meine, das ist, glaube ich. Warte mal, das ist das hier. Oh, man kann ja richtig Dinge tun. Geht das? Ne, das ist weit weg. Moment. Aha. Ich kann hier. Ah, da bin ich ja mal gespannt, was mit, wohin mich hier treibt. Ich wollte eigentlich gerade die Quest machen, die hier rumliegt, aber anscheinend. Gibt es hier noch mehr zu tun? Boom. Sie wissen. So kann sich beim auch unbildbar machen. Ah, Beschwerdenprotokoll. Zimmer 1620, 11.35 Uhr. Normalerweise beschwere ich mich nicht über der, aber der Wäschebot hat mein Kleid zerrissen. Ich bin völlig verzweifelt, weil heute mein großer Abend ist. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Lobbybolts wollen mich zu einer automatischen Schneiderei im Strip schicken. Aber die haben zu. Kann ich bitte einen männlichen Mitarbeiter sprechen? Zimmer 1120. Ich habe einen Hochzeitstyp mit einem Blick auf den Mount Charleston reserviert, aber stattdessen sehen wir den Hoover-Damm. Wir haben versucht, die Fenstereinstellungen selbst zu ändern, aber sie stellen sich immer wieder auf den Hoover-Damm oder Downtown zurück. Können Sie bitte die Systemeinstellungen auf den West-Vegas-Panoramablick ändern, wie in der Reservierung angegeben? Zimmer 116. Ich habe mehrfach wegen der Rudel-Lock-ins angerufen, da warte eine schnelle Antwort. Ich habe 6 Sportwetten laufen. Mein Interface ist seit 12 Uhr gestört. Seit 12.40 Uhr ist der Server down. Auf dem Monitor wurde angezeigt, dass Maßnahmen ergriffen wurden, aber bisher gab es noch keinen Reboot. Stimmt, wir haben in einer sehr automatisierten Welt gewohnt, nicht wahr? Das, da kann das schon mal ein bisschen vorkommen, dass man sich mit den Bots ärgert. Das ist halt so ein bisschen das Deprimierende, ne? Das ist dann so, an so Roboter jeder Art, die halt, den kleinsten gemeint, die halt genau das können, was sie können. Das ist ja auch das Schöne, wenn du wie Leute hast, die in Aufgaben arbeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Auf gut Deutsch, wenn du deine Arbeitskräfte aus dem Ausland importiert hast und die Leute, die da arbeiten, eigentlich was viel Besseres sind, aber da sie in einer verzweifelten Situation sind, die du natürlich jetzt alles voll ausnutzen kannst, dass diese Leute trotzdem diese Aufgabe arbeiten und deswegen einen viel besseren Job machen. Oder aber sowieso eine Arbeitsmoral wie sonst was haben und du es ausnutzen kannst. Oder auch hier, wenn du so Studenten hast, die in denen so Jobs arbeiten, also zumindest motivierte Studenten, wo du es halt irgendwie voll ausnutzen kannst, dass du halt irgendwie schlauere Leute hast, dass das was normales besetzt wird. Aber wenn du halt so Bots rumlaufen hast, die halt wirklich nur das können, was ein Bot kann. Das ist halt nur genau diese Aufgabe und du hast irgendwie ein komplexes Problem, das man sich kümmern müsste. Dann wird es halt schnell blöd, ne? So. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Kommen wir, wie machen wir von hier aus das weiter? Komm ich hier irgendwie? Kann ich mich irgendwo ranhängen? Nö. Das ist da oben noch eine Kiste, das ist ja schon mal schön. Ich kann auf diesen Balken, glaube ich, auch nicht rennen, oder? Das muss ja eigentlich irgendwie darüber gehen. Warte mal, warum mache ich mir das eigentlich so schwer hier? Hey, Leute, wirklich jetzt. Ach, Mann. Ich brauche den Balken gar nicht, oder? Ich kann doch hier einfach. Was? Klingt eine Ausrottung? Wie? Meinst du Ausbildung oder Ausrüstung? Aber nochmal, klingt eine Ausrüstung, warum 18.07? Lol. Ich gucke so oft in den Chat, das ist ja unfassbar. So, jetzt frage ich mich nochmal, wofür habe ich diesen Balken jetzt gebraucht? Wenn ich jetzt da einfach so rüberkomme. Wenn ich mir viel gebracht hat es jetzt eh nicht. Bis jetzt zumindest. Aber wofür habe ich diesen verdammten Balken jetzt gebraucht? Weil das. Wir sind nämlich immer noch nicht auf dem Dach von der Bude hier. Hat jetzt ein bisschen gerade was von diesen komischen Frustspielen, wo diesen Mann, der in so einen Topf sitzt, steuerst und der sich irgendwie hoch steuert. Also in dem Sinne hier, dass ich jetzt hier gerade irgendwie, wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich halt wieder unten, logischerweise. Also ganz weit unten. Ich möchte nicht ganz weit unten sein. Hä? Was ist das?
Ein Stück Maschine von dem Freier, den ich abgeschossen habe? Oh, guck mal, da hinten ist noch ein Balken. Warte mal, ist das ein anderer Balken? Ist es ein anderer Balken, als den ich vorhin angeschossen habe? Das wird doch erklären, warum der so dezent nutzlos war. Ja, wie kommen wir da jetzt am besten ran? Ne, es ist der, den ich schon gezogen habe, oder? Ich kann mit dem Ding ja auch nicht mehr interagieren, aber was bringt mir das? Da oben ist Grünlands. Okay, also wir müssen was mit der Decke machen, aber was? Ich meine, mit dem Ding komme ich auch leichter ran. Oder war das nicht vorgesehen, dass hier Leute kreativ springen? Wir müssten halt jetzt durch die Decke durch. Ja, aber der zusätzliche Höhenmeter bringt mir ja gar nichts. Da unten ist halt wieder so ein Festhaltepunkt. War der vorher schon da, dieser Festhaltepunkt? Weil dann kann ich doch einfach von hier aus. Ich könnte aber höher springen. Ja, super. Aber nee, hier war ich ja schon. Genau, sind wir wieder auf Höhe des Balkens. Aber wir kommen ja von hier aus nicht höher. Hier ist die Suite, wo übrigens immer noch der Schrank noch dasteht. Was eine erstaunliche Menge an Gegenwart ist. Also ich nehme übrigens mal an, dass die Hotels so waren, dass die komplett hermetisch abgeriegelt waren nach draußen. Und dass die Ansicht der Stadt quasi nur virtuell war. Hier unten gibt es Palmen? Achso, ja gut, es gibt hier unten eine ordentliche Wasserquelle. Tja. Keine Ahnung, wie ich höher kommen soll. Na komm. Reisen wir zu Porgrov und seinen Jungs. Ne, nicht Porgrov, den anderen Typen hier. Morlund. Morlund, seine lustige Schauspieltruppe. Die jetzt bestimmt voll arrogant sind, weil sie jetzt voll reich sind mit ihren Dingern. In den letzten 5 Minuten geworden. Hm. Aber das war es gerade ein Nachlader. Guck mal, da oben ist ja auch noch eine Drohne. Ich muss da hoch. Hab ich die Offizier schon entdeckt? Ja, doch, hab ich schon. Na gut. Oh! In der Tat haben die. Oh, hier ist eine. Eine Wasserpfütze haben sie hier noch. Das ist ja schön. Ja, gut. Wie auch immer sich das in dem Sickersand eigentlich hält, ne? Nein, wenn du da rausgehst, dann stirbst du. Ja, es ist meine Sache. Ich sag's dir, schmeiß keine guten Scherben nach. So viel Schweiß und immer noch keine. Sie ist meine Schwester, keine Investition. Sag mir, wo sie hin ist. Naja, okay, das ist die. Ich weigere mich. Da ist ja richtig viele Leute hier immer. Ich habe vorhin Maschinenreiter gesehen. Also? Es gibt hier richtig Stadt und alles. Kräuterkenner? Der hat noch eine Bär. Irgendwie ist hier. Ist hier eine richtige. Okay, jetzt wird auch erklärt, warum hier ein Tisch und alles steht. Das Patent gehört mir. Warte mal, warum steht denn hier draußen? Das ist doch ein Bug. Er stand doch gerade draußen auch rum, oder? König Abad hat doch ein Friedensabkommen mit uns, oder? Er stand doch gerade draußen und hat sich mit Dela unterhalten, die nach ihrer Schwester fragt. Eine Quest, die wir jetzt noch nicht machen, sondern danach. Ich hab die Rebellen gesehen. Alles glaubst, was du hörst. Es gibt ja auch immer Streit. Wenn du Streitfiguren hast, ich habe die Bretter. Das ist sehr schön, dass du die Bretter hast. Ich wüsste, die Waren kriegst du nicht im Nora-Gebiet. Wie läuft's, Hammerkopf? Aber ich bin ja eh selten im Nora-Gebiet, insofern ist es ziemlich egal. Koch? Was gibt's denn hier? Einen regionalen Eintopf. Mildus-Leckereien. Fleisch in der Mitte. Warum kriege ich hier eigentlich Mildus-Leckereien? Also gibt's die einfach überall? Ich muss die nur entdecken oder was? So, warte mal. Hinten noch Maschinenscham. Erhöht Maschinenscham 2 Minuten für 2 für Dings. Stellt Ausdauer, Nahkampfschaden, Ausdauerregeneration, Mutmeisterin. Hier der Stachelheim-Eintopf klingt eigentlich gut. Und ist auch zum Glück und ich ja nicht so toll. So hat das meine Mutter immer gesagt. Die Nacktrebellen im Nahen Außen. Wer bist du? Könnten eine Abreibung gebrauchen. Meckerne Oma, okay. Gut. So. Der hatte schlechte Laune. Hallo, Stemur. Stemur, brauchst du noch etwas? Ein neuer Traum brach an für die drei Abenteurer. Und sie kehrten zurück in die ehemals versunkene Stadt, wo hinter jeder baufälligen Mauer Schätze warteten, wie leckeres Bier,
in einem übervollen Fass. Wir hatten uns den Weg weiter in die Ruinen gebahnt. Und in einer davon... Der Wortschmied sah etwas funkeln. Ein Wunder in einem Meer von Wundern. Leider konnte er es nicht erreichen. Du hast so ein Ding gesehen und es nicht gekriegt? Eine Tür steht im Weg, auf fiese Weise verschlossen. Morland wollte sprengen, aber Aberdant meinte, die Gefahr sei zu hoch, das Ding unter dem Geröll zu zerstören. Und da könnte dieser Scherbenzähler sogar mal recht haben. Die Hoffnung des alten Wortschmieds war dahin, bis seine Freundin mit einem Händchen für das Unmögliche zurückkehrte. Ob du dich wohl noch einmal unter die Wüste wagen könntest? Mal sehen, was ich tun kann. Wo liegt dieser Ort? Wenn du unten bist, geh nach rechts bei der Statue des Riesen. Die Ruine ist bei einem Metallturm. Und so zog unsere Heldin los, begleitet von der Hoffnung des Wortschmieds. Die Hoffnung. Ich hab ihm nicht das Kommando gegeben. Nacht der Lichter. Wir wissen alle, wer das war. So ist es leicht. Also kann ich jetzt den Fahrstuhl nicht wieder runterfahren? Hallo. Dass wir nicht horizontal, nicht direkt vertikal runterfallen können. Autsch. Aufgenast. So. Rechts bei der Statue. Die Stimmen klingen, wo ich sage, müssten hier unten nicht auch zigtausend Leute sein? Oh, Fischschütze D. Das ist einfach nur der. Sprich mit Morland im Glimmerwinkel. Wie, was? Moment, das ist die Idee mit der Quest, ne? Ich soll hier. Das hier. Jut. Ich habe nämlich schon wieder die falsche Quest dran. Wo mich grad, warum ist die scheiß Idee mit der Quest eigentlich überhaupt aktiv? Bitte nicht. Ich hätte lieber gern die richtige Quest. Und zwar. Das da. Was soll mal der Glimmerwinkel? Ich nehme an, das ist jetzt die Quest, die zu diesen Sammeldings dazugehört. Haben die hier unten ein bisschen aufgeräumt? Ja, Hauptsache, die Leiche von dem Vieh liegt immer noch da. Okay. Da ist die riesige Statue, die Stemmoor meinte. Die Ruine sollte in der Nähe sein. Vor allem, da ist ja wirklich ein Poseidon-Hologramm. Also ein richtiges. Wissen die wahrscheinlich nicht, dass es wirklich ein Poseidon ist, aber. Aloy weiß es bestimmt auch nicht. Ah ja, stimmt. Hier ist tatsächlich eine riesige Statue, die teilweise auch physisch sogar noch da ist. Eine Ruine bei einem Metallturm. Das Ding, das Stemmoor will, sollte da drinnen sein. Kann man die irgendwie aufmachen? Dann gebe ich es irgendwo ein Fragezeichen. Auf dem Astronauten. Aber das ist eigentlich fast schon enttäuschend, dass die Unterwasserheildinger jetzt hier wieder rumwachsen. Das kommt viel später zum Vorrat. Ja, sicherlich doch. Mystery Seed. Original Lager. Na schön. Was ist das hier eigentlich? Was soll mir dieses Symbol sagen? Ist das eine Treppe? Hört sich ein bisschen an wie die Werbung in Cyberpunk. Die klingt auch so ein bisschen komisch. Hologrammprojektoren müssen doch irgendwie so funktionieren, dass du da nicht besonders viel Mühe machen musst. Also musst du halt keine Mühe geben, die Dinger wohin zu stellen. Warum rennen denn hier noch Gräber rum? Möchte ich ja nicht meinen, wenn hier alle Leute rumlaufen, dass das hier befriedet ist. Nee. Die Gräber können sich wahrscheinlich einfach durch den Sand hier reinbuddeln. Sogar ein Spitzengräber. Puh. Das ist tatsächlich ein Spitzengräber. Ich glaube, hier bin ich richtig. Wo ist jetzt dieses Ding? Ich suche die Ruinen nach dem Ding. Das hier muss das Ding sein. Ja. Man braucht wohl einen Code für diese Tür. Ich sollte mal an der Ruine gucken, ob ich etwas finden kann, das hilft. Ah ja. Ja gut, diese Art von Ruine kennen wir ja eigentlich schon. Die Musik ist gerade schon wieder so hoffnungsfroh hier. Was ist hier drin? Ein Audiolog. Dieses Ding ist also eigentlich ein Ornament. Textmarkt?
Warte mal. Maybird an Shay Navarro. Betreff Fehlfunktion. Shay, kannst du dich nochmal an den Kerl erinnern, der hier vorbeikommt, gesagt hat, er sei Kites Geschäftspartner und soll die Ornamente für die große Show abholen? Tja, das Pingback von den Dingern zeigt an, dass sie im Moment über den ganzen Südwesten verstreut sind. Kites ist überzeugt davon, dass es eine Fehlfunktion ist. Noch. Aber wenn der Zeitpunkt der Show näher rückt, wird er ausflippen. Ich sage nichts, wenn du nichts sagst. Wie auch immer. Er hat den Code für sein Büro geändert. Also müssten die Reinigungsbots aktualisiert werden, damit sie sich nicht alles von seiner Tür festfahren. Das ist der Code. 135. Eins in einer anderen Ruine gefunden. Doch es gibt wohl noch mehr. Und das sieht wie ein Teil eines Codes aus. Vielleicht für die Tür. Ja, 135. Ich suche besser weiter. Vielleicht finde ich ja den Rest. Warum soll ich denn weitersuchen? Ich habe doch alle Teile, die ich brauche. Was will ich denn mit noch mehr Teilen? Wenn nur noch eine Zahl fehlt, da kann man ja durchaus nicht durchraten, oder? Eine Luke. Könnte in einen anderen Teil der Ruinen führen. Aber wie komme ich da ran? Oben im Zaun ist eine Öffnung. Da geht es durch. Aber erstmal muss ich hochkommen. Weißt du, sonst kann Aloy einfach jedes Ding hochklettern? Und hier immer nicht mehr, oder was? Kann ich die Lüftungsdinger aufwerfen? Mit diesen Kisten könnte ich wohl die Öffnung oben im Zaun erreichen. Ach ja, diese Kisten, die ich natürlich total gesehen habe. Kann ich nicht rausziehen. Die Kiste ganz oben ist wohl blockiert. Ja, von was ist denn da? Das sitzt fest. Das löst sich so nicht. Ja. Vielleicht bekomme ich die oberste Kiste ja runter. Na, also. Immer diese Selbsterzählung, ne? Was ist das? Ich fühle mich halt gerade wie so ein Hühnchen, was irgendwie gerade eine Aufgabe erfüllt hat. So der Motto. Ja, ei, schönes Hühnchen, mit ist ein Leckerli. Brauche ich jetzt beide Kisten oder geht das so? Da gibt es ja noch eine Kiste. Was genau ist jetzt mein Plan? Ich sollte vielleicht mal kurz klären, durch welches Loch ich eigentlich möchte. Was ist eigentlich mit dieser wunderschönen Tür hier? Kann ich die nicht weiter aufstellen? Das ist auch ein Fahrstuhlschacht. Ja, und jetzt kann ich... Ach so, jetzt... Ach, ich brauche alle Kisten. Jetzt kann ich mich hier... Ich bin zu nah dran. Ja, ja. Ich tritt doch noch hinten um. Hä? Hä? Mach ich doch! Okay, der ist tot. Hä? Hä? Wie? Das geht aber nicht! Wie lame ist das denn? Also ich hätte gedacht, ich muss das Ding halt hier hochziehen und dann zwei Kisten übereinander stapeln und dann mache ich das. Und dann kann ich die ranschieben. Das ist halt gar kein Problem, weil du kannst ja auf den... Okay, Aloy kann anscheinend nicht auf die Kisten raufspringen. Aber sieht eigentlich so aus, als könnte das. So, hier so. Kann ich die Kiste einfach rausziehen? Achso. Ich kann sie auch einfach rausziehen. Na gut. So, und jetzt. Schön, dass der Feuerlöscher übrigens noch rot ist. So, und jetzt kann ich die untere Kiste nehmen. Na also, jetzt sollte ich die Öffnung erreichen können. Ja, weiß nicht, Aloy, das sieht nicht so aus. Wir werden anscheinend von einem großen Stapel Kisten blockiert. Ey, ist das so ein Quatsch? Die hätte doch... Das bringt mir jetzt was. Weißt du, sie kann sonst überall so rüberklettern. Aber auf einmal müssen wir natürlich... hier irgendwelche komischen Kistenrätsel lösen. Die Luft ist dick vor Hitze. Wie kann die... Wir sind hier übel tief unter der... Möchte ich das von oben werfen? Nee, Kiste auf, ne? Achso, ich soll mich auf die eine Kiste rauf, damit ich von oben ziehen kann, oder was? Okay. Mal sehen, wohin das führt. Oh ja, vielleicht zu einem Ort ohne Wiederkehr, aber das ist ja gar kein Problem, oder? Oh, das ist wahrscheinlich der... Ne, das ist nicht der Shortcut.
Schön, dass diese Gänge auch wieder so aussehen wie alle anderen Gänge. In jedem Bunker, den wir bis jetzt jemals waren. Ja, nochmal Metallaugen, ist okay. Und schön, dass der feine Sand es auch überall hingeschafft hat und wir sind. Bin wieder draußen. Was ist hier oben sonst noch? Auf dem Dach? Der Zugwerfer bringt hier nichts. Doch, 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 der Zugwerfer bringt hier super was. Man muss nur genauer zielen. Da drin geht die Ruine weiter. Ich weiß nicht, vielleicht fängt sie auch neu an. Wir finden einen Schreibtisch. Sieht aus, als wären die Ornamente für etwas, das Nacht der Lichter Feiertagsaktion heißt. Ja, genau, das ist der ganze Name. Nacht der Lichter Feiertagsaktion. Textprotokoll. Standard Holo lädt sie herzlich zu Nacht der Lichter Feiertagsaktion der VIP-Zuschauer-Lounge ein. Erleben Sie auf den besten Plätzen der Stadt, wie sich die Skyline von Vegas in ein überwältigendes Holo-Lichtmeer verwandelt. Neben verschiedenen Feiertagsangeboten zum Start bietet die Nacht der Lichter auch individuelle Optionen, die jede Vorstellung zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Sichern Sie einen Platz in der Geschichte von Vegas, wenn die Stadt der Lichter ihren Namen alle Ehre macht. Unsere Mitarbeiter stehen den ganzen Abend für alle Ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung. Die Vorführung beginnt um 20 Uhr, gefolgt für ein Abendessen in der Unterhaltungsshow. Ihre Zusageformular finden Sie in den Anhang. Geben Sie nach Aufforderung den folgenden 6-stelligen Code ein. Achso. Feiertage der alten Welt werden gefeiert, indem man Hologramme über Tage ändert. Aber wie? Der andere Teil des Codes ist auch hier. Jetzt sollte ich alles zum Öffnen der Tür haben. Ja, aber ich sollte vielleicht nochmal nachgucken, was der Code war, weil ich habe natürlich wieder nicht mitgeschrieben. Was sich gerade als Fehler herausgestellt hat. Montgolfier-Flug, Protokollkapitän zu Hero, unentdeckt, ja. Fehlfunktion, hier. Ich habe nicht gerafft, dass der Code sechsstellig ist. Das würde mich auch erklären, warum ich mit einem normalen Code nicht weitergekommen wäre. Also mit ausprobieren, sag mal so. 739. So, Jüri. Wie heißt der Auftrag, den wir gerade hier dran sind? War das klug? Ach, wahrscheinlich. Sushi-Bar. Oh, die Kunst, Sushi zu machen, ist bestimmt sehr verloren gegangen. Nacht der Lichter. Ja, da wird aber wahrscheinlich ein Ding nicht reichen, oder? Ich nehme mal stark an, dass ich dafür alle brauche. Sonst wäre es ja auch zu einfach. So, gut. Code eingeben. 7. 3. 9. 1. 3. Na also. Bin drin. Yay. Wir finden 3 Uhren gleich. Wir hätten doch einfach das Fenster einstellen können. Noch ein Ornament mit. Alles klar. Na, dann wieder zurück zu Stemmoor. Ding. Ansehen. Vielleicht finden wir raus, wie das Ding funktioniert. Achso, das ist nicht die Hauptfunktion, dass es einfach nur so dumm rumsteht? Ich dachte, das ist alles, worum es geht. Na gut, dann, oh, kann ich hier nicht reisen von hier aus? Oh. Echt? Ich muss echt von hier unten manuell hochlaufen? Das ist jetzt voll anstrengend. Ich will nicht wieder hochreisen. Wer weiß, wie oft ich noch runter muss? Da vorne ist noch ein Fragezeichen. Aussichtspunktturm. Oh, Moment mal. Das sollte ja eigentlich hier unten nicht so problematisch sein, oder? Also, theoretisch. Rückseite ist ein Greifpunkt. Und nu? Ja. Achso, jetzt stehe ich hier drinne. Wow. Fett abgeräumt, Datenpunkt. Yo, 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 fett am Destiny Hole Automaten abgeräumt. Zwar richtig fett, Leute. Was kaufe ich? Vielleicht ein Panzer? Quatsch, ein irres Raumschiff. Ah, vielleicht vermutlich zu teuer. Wie ist mit Holo-Reisen? Ich reite auf einen Elefanten durch die Guts. Oder vielleicht mache ich die Wohnung auf Retro und hole mir so ein altes Kunststofftelefon. Oh ja, Hammer. Tiere, ich hole meinen Fuchs als Haustier und folge ihn überall hin. Oder meinen Look könnte ich so schnell auch mal was machen. Weiße Sneakers, yo, schnell, so blitzschnell. Aber erstmal brauche ich dringend noch ein paar Drinks.
Nicht infiziertes Signal. So, das ist dann wahrscheinlich der Aussichtspunkt. Nee, der Aussichtspunkt ist. Also laut Karte ist der Aussichtspunkt, stehe ich direkt davor, aber ich nehme an, dass das nicht weiter identifiziert. Achso, ja, das ist hier unten. Wird dann wahrscheinlich das der Aussichtspunkt sein, wenn hier so ein Kasten ist? Ein Bild aus der alten Welt. Sieht wie ein Teil der Stadt in der Kuppel aus. Jo. Ich ahne, wo ich hin muss. Ist in diesem Fall zum Glück nicht ganz so schwer. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ich bin zu tief, um das Bild auszurichten. Ja, aber... Achso, ich muss... Ach, da oben. Okay, ich sehe es. Da oben am Ende der Brücke ist es, glaube ich. Nehme ich an. Hoffe ich. Weil sonst macht es doch keinen Sinn mehr. Wir sehen ja quasi den Astronauten von der Seite. Finde ich komisch, dass die Aufnahmen von den Stimmen... Ach, guck mal hier, das ist, Vom Überhanghaus habe ich einen guten Blick auf die Stadt. Dort sollte ich versuchen, das Bild auszurichten. Das ist echt direkt hier? Geschafft! Oh. Dünenhöhle. Willkommen im Vegas Strip Stop unseres Aussichtspunkts Tour, präsentiert von Mirium Technologies und der Koalition für Umweltsanierung. Das von Stanley Chen und Oasis Filtration erbaute Wassersystem für die Kuppel von Las Vegas ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und bereitet 99,7% des städtischen Wassers wieder auf. Aber manchmal kann sogar das Beste noch verbessert werden. Dank der jüngsten Erweiterung durch Filter- und Reinigungsdrohnen von Mirium Technologies konnten Mikroplastik-Rückstände im System um 73% reduziert werden. Kommentar. Samira, das ist das erste Mal von dieser Tour-Dinger, das ich gefunden habe. Ich suche auf jeden Fall auch nach den anderen. Casey, ich habe gerade $3000 beim Holo-Poker am Fountain gewonnen. Die Hälfte davon spende ich der Koalition für Umweltsanierung. Jia Li, gute Idee, Casey. Ich habe nicht viel, aber ich werde auch spenden. Ja, sie spricht. Heißt das, dass alles, was in der Toilette runtergespült wird, später wieder aus dem Wasser hinkommt? Das wäre nämlich datenbeschädigt. Die mochte ich schon im Vorgänger, diese Bilder in einer anderen Welt. Da unten sind Ausland gefahren. Wie lange war denn das, die Kuppel hier noch? Weil wir haben jetzt ja quasi nur eine Kuppel, aber anscheinend gab es ja mehrere Kuppeln. So, darf ich jetzt bitte nach oben reisen? Ich muss wirklich laufen, ne? Oh. Ah, Menno. Das schränkt auch minimal an. Laufen. Wenn jetzt irgendwie noch das dicke Ende gekommen wäre, hätte ich es irgendwie verstanden, dass du hier nochmal hochlaufen musst. Aber hier ist ja einfach nichts. Außer zum Glück überhaupt nicht zerstörte Rolltreppen. Gleich auf der Linksetage. Das ist ja fast schon so ein Fahrstuhltag hier. Hier. Warum klingt das eigentlich so nass, wenn ich über Sand laufe, der übel am Rumstauben ist? Ein Zustand, den er übrigens überragend schnell erreicht hat. Staubigkeit. Alter, was ist denn jetzt der verdammte... Der Fahrstuhl müsste theoretisch hier irgendwo sein. Wären noch andere Treppen gewesen. Jetzt hätte ich auch einfach mal den Pfeil folgen. Der würde mir bestimmt auch helfen. Die Tür kann ich nicht. Die Tür kann ich nicht öffnen. Ich bin doch eigentlich jetzt ganz oben, oder? Also theoretisch müsste der Weg nach oben hier links sein. Aber ist er nicht. Ist die Rückseite von der Wand? Hä? Ich werde irre. Warum leuchtet denn nicht eigentlich so grün? Wahrscheinlich nicht wegen Grünglanz. Da war der Fahrstuhl nach oben tiefer. Können wir das Wasser bitte wieder einlassen? Konnte ich wissen, fliegen mit. Also, naja, so halb.
Riesenrest von Treppen. Es fehlen mir auf jeden Fall jetzt zusätzliche Zugänge. Ja, die geht wieder runter, aber ich will eigentlich nicht runter. Da muss ich erst runter, um hochzukommen. Ach, Mann. Oh. Das ist zum Kotzen hier. Ne, jetzt bin ich unten bei den Dingen zwischen. Hä? Ich bin doch letztes Mal hier problemlos hochgekommen. Warum ist denn das jetzt auf einmal so behindert hier? Ach, Mann, die Scheiße. Oh, ist das frustrierend. Sieht ja auch alles irgendwie gleich aus. Irgendwie die dunklen Ecken und das... Ich folge ja auch gerade den Wegmarker. So wie ich kann zumindest. Muss ich hier oben noch irgendwo was langlaufen? Nee, das ist ja auch nur... Ich kann da halt mich nochmal... Ach, da oben muss ich hin. Also ich war die ganze Zeit zu niedrig. Ich hätte noch höher gemusst. Genau, jetzt bin ich nämlich in den dummen Casino-Raum. Hier sind die Loks. Genau, so. Funktioniert jetzt dieser dumme Fahrstuhl oder muss ich jetzt wieder laufen? Nee, diesmal muss ich laufen. Okay, jetzt weiß ich immerhin, warum diese Laufdinger hier sind. So, diese Kletterteile. Oh, gibt's davon noch mehr? Da oben ist noch so ein Kletterding, aber ich glaube, wir kommen da nicht ran ohne weiteres. Oh Mann. Eloy, was soll da tust du da? Hallo. Eloy! Ernsthaft? Ich klicke nach links und was macht sie? Springt runter. Warum das denn? Okay, ich bin, glaube ich, ganz glücklich. Siehst du, ich hätte übrigens runterspringen können. Also ich bin ganz glücklich, dass ich gerade alles erledigt habe da unten. Und da wahrscheinlich nie wieder runter muss. Das ist heute schon zweimal passiert. Das ist irgendwie auf einmal so in Schwarz abblendet. Ah, trotzdem. Was ist das? Als unsere Heldin, Stöberin der Tiefe, sich nähert. Ah ja. Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich hab das Ding und es ist nicht das Einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Stöberer haben neulich eine Ruine nördlich von hier abgeklopft. Sie erwähnten ein Schmuckstück wie das hier, außer Reichweite. War vielleicht ein weiteres dieser Ornamente? Das sollte ich mir ansehen. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter Feiertagsaktion. Die Alten feierten so wohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Oh, Boditach? Eitelfürth? Und jetzt das hier. Alles klar. Das muss das Fest des Sichelmondes gewesen sein. Aber die haben doch nicht jeden Sichelmond gefeiert, oder doch? Bei der Schmiede, das wären viele Feste. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die Alten feierten. Oh, das knirscht. Du bist so reich. Wolltest
Ja, yeah, warte mal, wir können St. Patrick's Day. Das hier ist jetzt dran. Ich kümmere mich drum. Bitte, hier ist mal XP. Wieso bei der Schmiede feiern die Alten ein grünes Blatt? Das bringt Glück. Oder so. Ah ja. Na gut, schön.